Ich bin jetzt mittendrin in dieser opulenten Bilderschau und das ist auch das, was die Ausstellung ausmacht. Wir haben nämlich hier einen Bilderschatz gehoben, einen bisher vergessenen Bilderschatz, der seit 20 Jahren im Elfer Industriemuseum lagert. Das ist das Bildarchiv des Regionalverbands Ruhr und seiner Vorgängerinstitution. Über 30.000 Bildträger, die die ganze Zeit, die ganzen 100 Jahre seit 1920 abdecken. Und wir haben nun dieses Jubiläum genutzt, gemeinsam der Regionalverband Ruhr und der Landschaftsverband Rheinland, diesen Schatz zu erschließen und natürlich auch eine schöne Ausstellung daraus zu machen, die hier zu sehen sein wird. Neben mir steht Holger Klein-Wiele. Er ist der Kurator der Ausstellung und er wird jetzt ein paar ganz kleine Einblicke in die Ausstellung geben und neugierig machen, denke ich, auf die Ausstellung. Ja, die Fotografien zeigen typische Motive aus 100 Jahren Ruhrgebietsgeschichte und dazu gehören, wie ein roter Faden zieht sich das durch die Ausstellung, Themen der urbanen Verdichtung, also dem engen Miteinander und Nebeneinander von Wohnen und Industrie hier in der Region, wie man an vielen Beispielen sehen kann. Aus dem Freizeitbereich zeigen wir unter anderem Fotos der Revierparks und hier im Bild sehen wir ein Foto aus der Anfangszeit des Revierparks in Gelsenkirchen-Nienhausen. Ein wichtiges Thema ist der Umweltschutz. Hier im oberen Bild sehen wir zum Beispiel eine Baumschule des SVR aus dem Jahr 1922 in Hattingen und hier unten eine Baumschule des heutigen Regionalverbands Ruhr in Gelsenkirchen. Zum Thema Verkehr zeigen wir frühe und selten gezeigte Fotos, zum Beispiel vom Verbandsstraßenbau der OW4, der heutigen A40 aus den 20er Jahren. Für die spielbegeisterten Besucherinnen und Besucher haben wir ein ganz besonderes Angebot, nämlich digitale Medienstationen. Dort können Sie Quizspiele spielen und Puzzles lösen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, wir laden Sie herzlich ein, zu uns nach Oberhausen zu kommen, in diese wunderbare Ausstellung an einem historischen Ort, nämlich dem Peter-Behrens-Bau, hier mitten in Oberhausen gelegen. Ein Bauwerk, das so alt ist wie das Ruhrgebiet selbst.